Hallo Freunde, willkommen zu diesem Video. Wie immer abonnieren, teilen, kommentieren und es geht auch schon los, und zwar neueste News. Und bevor ich mit den normalen News starte, habe ich eine Bitte an euch: Schaut bei mir auf Telegram rein. Und zwar ist es das Video, es müsste jetzt ungefähr der fünfte Beitrag von unten sein. Es geht um ein junges Mädchen in Berlin, das, jetzt muss ich nur schnell schauen, dass ich es richtig weiß, am 25.10., also gestern, oder war das am 24., aber auf jeden Fall jetzt bei der Demo in Berlin, bewusstlos von Polizisten umhergezerrt worden ist. Man hat keinen Rettungssanitäter geholt, sondern sie anschließend dann im Polizeifahrzeug verfrachtet. Schaut euch das Video an. Ich finde, es ist ein Skandal. Es ist ein, also erstens mal, warum ist das Mädchen bewusstlos? Was haben die Polizisten getan, um es bewusstlos zu bekommen? Scheinbar gibt es auch vorher ein Video, das ist das gleiche Mädchen scheinbar, das diesen Polizisten, das auch bei der Polizei, bei der Bildzeitung aufgetaucht ist, so ein bisschen angeschubst hat, nachdem sie da einen Reporter hatten, und das Mädchen hat dann den Polizisten angeschubst. Anschließend gibt es ein Video, das ist auf Twitter zu sehen, wo das Mädchen versucht wird, wo es gefangen worden ist, erwischt worden ist, scheinbar in ein Polizeifahrzeug reingetan worden ist. Und danach muss diese Aufnahme entstanden sein. Ja, weil ich meine, so viele Mädchen in dem Alter mit den Haaren und so, glaube ich, sind in Berlin nicht auf der Demo gewesen. Wie gesagt, im Anschluss liegt das Mädchen, wird es bewusstlos über die Straße geschleift, dann von Polizisten noch rumgezerrt, dann wieder über die Straße und ein Polizeifahrzeug. Schaut euch das an, ich finde es ein Skandal. Schaut es euch an, egal was das Mädchen gemacht hat, egal was da los war, aber das ist absolut, das ist schwere Körperverletzung. Ich hoffe, dass es dem Mädchen mittlerweile wieder gut geht. So. Jetzt aber zu den normalen Nachrichten, was so heute ansteht, und zwar Montagmorgen Corona SOS aus dem Kanzleramt. Infektionsgeschehen dramatisch. Maßnahmen zur Eindämmung reichen nicht. Warnung vor Überlastung der Intensivstation. Der Anstieg muss gestoppt werden. So, und jetzt schaue ich aber weiter runter in die Bild-Zeitung. Und ein paar Artikel weiter unten ist dieses berühmte Corona-Radar, Zahlen und Fakten. RKI vermeldet 8.685 Neuinfektionen, was ja falsch ist. Es sind positiv getestete Neuinfektionen, das haben wir ja gelernt. Dafür muss es ein Arzt eine Krankheit feststellen, dann ist man infiziert. Das sind positiv getestete, aber mittlerweile nur noch 8.685, also die Hälfte von dem, was da war. Ich weiß jetzt nicht, was die Dramatik ist. Die Zahlen von den Betten, benutzten Betten, was Corona betrifft, sinkt auch permanent, also es ist eher im Rückläufig. Ich weiß nicht, was die Frau Merkel da meint. Also da sollte man echt mal nachfragen, gerade als eine Redaktion, wie die Bild-Zeitung solche Fake, also das, ich sehe es als Fake, also könnt ihr sehen, wie ihr es wollt, ja. Ich erzähle euch das bloß und so. Mehrheit der Deutschen würden sich gegen Corona impfen lassen. Das ist positiv, das ist gut. Ja, weil mit dem Impfstoff, der, man weiß nicht, was er impft, man weiß nicht, was er bringt, und ja, man sagt ja immer, es gibt ja dieses Sprichwort, die Dummheit stirbt nie aus. Unsere Politiker beweisen mit Corona, dass es anders auch geht, ja. Gut, dann finde ich eine sehr interessante Meldung, und zwar Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, 66, gestorben. Zusammenbruch vor TV-Interview. Der ist quasi zusammengebrochen. Direkt bevor er ein TV-Interview geben wollte. Ich halte diese Nachricht für erwähnenswert. Hier wird weder von natürlicher Todesursache noch von Corona, von irgendetwas gesprochen. Nur, dass er auf einmal zusammengebrochen ist. So hätte ich mir Nawalny erklärt. Das wäre Nawalny gewesen.
einfach zusammengebrochen. Weil so ein hochtödliches Gift, das braucht Sekunden, um zu wirken. Ich will nicht sagen, dass er jetzt vergiftet worden ist. Überhaupt nicht. Ja. Allerdings finde ich einen einfach so tot sehr merkwürdig. 66 ist jetzt auch nicht das Alter und da steht nicht wegen Herzinfarkt gestorben oder so. Ja. Von daher, ich finde es erwähnenswert. Deswegen bekommt ihr die Info. So. Das ist auch eine schöne Sache. AKK schlägt Vertagung auf früher vor für den CDU-Parteitag. Okay. Dann hatte ich noch mindestens. Ja, dann hier diese Aussagen. Entzerrtes Weihnachten ist Heiligabend mit Opa und Oma zu retten. Ja. Dann das nächste. Corona-Tollhaus Berlin. So. Und das ist jetzt wichtig zu. Das ist eine wichtige Information, weil hier wird einfach alles zusammengeworfen und wird einfach eine Behauptung aufgestellt. Und alle, es ist Meinungsmache. Das ist klare Meinungsmache, weil hier werden verschiedene Dinge, die zu verschiedenen Zeitpunkten von verschiedenen Personen getan worden sind, werden zusammengepackt und als eins verkauft. Und das finde ich unfair. Und das ist nicht Journalismus. Das ist Bullshit, liebe Bildzeitung, das ist Scheiße. Tut mir leid, aber das ist journalistische Scheiße. Massendemo, Fetischparty, Brandbomben. Corona-Tollhaus Berlin. Ja? Also es wird suggeriert, dass die Massendemos von und Fetischpartys zusammengehören und außerdem noch Brandbomben von den Massendemos oder auch von diesen Corona-Fetischpartys, wie auch immer. Fetischpartys, nicht Corona-Fetischpartys, wobei man weiß, was die da gemacht haben. Es war im Darkroom, vielleicht war auch jemand anderes, Bekannteres dabei. Weiß man's. Ja. Und weil wir gerade schon dabei sind, eine Mitteilung, Jens Spahn meldet sich aus der Isolation. Hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen. Ja, er hat halt eine absolute Männergrippe, ne? Und da darf er nicht mit spaßen. Das ist überhaupt nicht witzig und überhaupt nicht böse. Ja, das ist ultra böse, so eine Männerschnupfen. Egal ob von Corona oder was anderem, da darf er nicht spaßen. Und verarscht sie nicht. Er kann nichts dafür. Soweit ist er dann doch ein Mann, gell? Ach, mei. Ja, also dafür, so viel dazu. Jo, kann man ja so oder so sehen. Und dann noch eine Sache, die tatsächlich, ja, ist interessant, ja. Ist wieder so ein, keine Ahnung, wenn du nur ein bisschen davon Bescheid weißt, dann ist es einfach eine Lachnummer, ja. Bild an der US-Mauer zu Mexiko. Meterhohe Stahlträger, messerscharfer Stacheldraht. Das ist richtig. Es gibt Teilstücke zur Grenze zwischen Amerika und Mexiko, an denen tatsächlich es eine Mauer gibt. Ja, und die gibt es schon lange. Die hat nicht Trump gebaut. Trump hat, glaube ich, ein paar Meter dazu gebaut, aber tatsächlich, diese Mauer existiert schon sehr lange. Also wenn jeder, der keine Ahnung, einen Vin Diesel-Film geguckt hat, ja, kennt diese Mauer. Jeder, der, da gibt es so eine Kiffer-Serie auf Prime, Amazon Prime, glaube ich, ist es so ein geht um Drogenhandel und so weiter. Und da ist auch die Mauer zu sehen. Also diese Mauer existiert schon seit Ewigkeiten. Es gibt ultra viele Filme, die auch an dieser Mauer spielen, ja. Wie gesagt, unter anderem bekannter Streifen mit Vin Diesel. Also hier, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es so 150 Teile mittlerweile gibt. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ging gerade, steht da gerade am Schlauch. Auf jeden Fall ist diese Mauer, ja, sie existiert, sie wird auch bewacht. Und vorwiegend ist diese Mauer unter anderem gebaut worden gegen die Drogenkartelle. Die Drogenkartelle haben aber riesige Tunnel mittlerweile da unten schon drunter gegraben, die auch regelmäßig entdeckt werden und dann zugeschüttet werden und keine Ahnung. Aber
Diese Mauer ist nicht an der ganz gesamten Grenze von Amerika zu Mexiko, ja, sondern da gibt es Teilabschnitte und die besonders hochfrequentiert sind und da hat man eine Mauer hingestellt. Ja, und Trump wollte auch keine gesamte Mauer bauen irgendwie und die neu bauen, sondern der wollte bloß diese Stücke schließen. Das muss man einfach wissen als Hintergrund, ja. Aber hier wird suggeriert quasi die böse Mauer, die tendenziell dann Trump natürlich gebaut hat und so böse und keine Ahnung. Ja, aber letzten Endes hat jedes Land auch sein Recht, letzten Endes einen Grenzzaun zu ziehen, ja. Also ich meine, ist eine Landesgrenze. Also was die da machen auf der Landesgrenze, ist letzten Endes dem Land überlassen, auf dem Teil der Grenze. Ich meine, wenn die 2 Meter von der Grenze wegbleiben und eine Mauer bauen, dann ist das denen ihre Sache. Ja. Mal grundsätzlich. Also, ja. Finde ich interessant, dass hier auch so wieder so ein bisschen Framing betrieben. Ja, und der Rest ist eigentlich im Prinzip wieder bloß mal Klamauk und was das Einzige, was so interessant tatsächlich ist, was sich jetzt alles ändern soll bei Kurzarbeit, Kindergeld und Krankenkassen im Wesentlichen, ist eigentlich in dem Beitrag zu lesen, dass die Krankenkassen erhöht werden. Und zwar um 0,1%, 0,2%, aber möglicherweise, und das ist interessant, im nächsten Jahr verdoppeln. Das heißt wieder noch mehr Steuern, beziehungsweise Abgaben, die letzten Endes gezahlt werden. Das wird in einem Nebensatz einfach mal so reingepackt, ne? Finde ich auch interessant. Gut, Freunde, soweit von mir. Ich hoffe, es war informativ für euch. Wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, kommentieren und bis die Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Euer Dieter, macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Bleibt in der Liebe, bleibt friedlich und bleibt mir gewogen. Euer Dieter, macht's gut.